Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Boston, 1754. Sequenz 2. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Ich würde gerne ihm hinterherrennen. Aber ich muss ihm hier hinterherlaufen. Ja, schade. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Ich bin ja nicht gut in Erdkunde, aber haben die am Anfang nicht gesagt, dass sie nach Amerika reisen? Habt ihr euch jetzt gerade das Gefühl, dass wir in England sind? Oh, das gibt's doch nicht. Komm damit zurück, du Schurke! Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Und die Seiten haben es in sich. Hallo. Was braucht ihr, mein Herr? Alles und nichts. Verkaufen. Oh. Wofür? Auf jeden Fall brauche ich eine normale Waffe. Normales Schwert. Feuerwaffen. Kann... Der Hunger zufällig hat das Geld dafür gereicht. Green Dragon. Ich denke mal, er meint ja einfach hier diese. Das ist auch kein Drache. Oder? Nee. Wollte schon sagen, ne? Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah. William Johnson erwartet uns schon am Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn?
Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Das mit dem Pferdereiten, das haben sie ja so viel besser hinbekommen. In den Teilen davor, da ist richtig, und da ist jetzt richtig schön, in dem Pferdchen herumzureiten. Ja. Wo geht's jetzt lang? Hier rein? Wahrscheinlich. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Naja, und die ganzen Artefakte, ne? Weswegen wir hier sind. Möchten wir auch. Hm? Ach ja, Mensch, oh. Noch ein Gefährte. Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guten Tag. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Charles. Was für ein inquisiter Name. Ach, wie ich es hasse, dass ich hier nicht rennen kann. Oh, Tut mir leid, dass ich nochmal zurücklaufe. Aber das muss einfach sein, da ist eine Sprechblase und ich muss die Sprechblase. Ich muss sie anklicken. Was fehlt mir von euch, William? Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Alles klar. Kann ich hier nicht... Ach nee, dafür muss ich ja ein bisschen rennen können. Ah, oder schnell laufen.
immer noch eine Sprechblase. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass sie gleich ist. Deswegen, ne? Wir wollen ja auch irgendwann mal vorankommen. Hier kann man auch noch später ein paar Spiele spielen. Aber wie gesagt, nur einmal und das reicht. Müde könnte ich eventuell nochmal machen. Aber... Ich hab das von deinem Bruder gehört. Aber auch nur vielleicht. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haven Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Das klingt nach einem guten Plan. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Und das hat man jetzt überhaupt nicht gehört, oder wie? Verschwindet, bevor wir wütend werden. Die sind da beiden. Nee, anvisieren kann ich nicht. Verschwindet, bevor wir wütend werden. Ihr zwei, haut ab! Wie kann ich denn... Verfallen lassen? Verfallen lassen. Haut ab! Oh. Nee. Nee. Verschwindet, nee. Bevor wir wütend werden. Nee. So. H. Y. Alles klar. Muss ich erstmal überlegen, sind die jetzt hingerannt? Ach ja, probel die erstmal einen runter. So läuft's. Hab den Bastard im Visier! Dein Nebel ist zu! So viel zum Überraschen. Ich kann die auch nicht kaputt hauen. Was ist denn da los? Ah. Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los! Schieß drauf! Ich sehe es, aber ich kann. I
draufdrücken. Schlepp mal weg. Um zu zielen. Das erhöht ihre Reichweite. Ja. Aber es bringt mir nichts, wenn ich nicht schießen kann. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ne? Ich kann nicht schießen. Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich nicht schießen? Ja. Okay. Flip. Es ändert auch nichts. Nee. Nö. Also Waffe habe ich. Sie ist auch voll. Aber ich kann nicht schießen. Das ist jetzt scheiße. Dann muss ich, konnte man dann... Ah, hier. Dann muss ich vom letzten Checkpoint laden. Das geht irgendwie nicht. Das ist scheiße. Gut, dann werden wir es in der nächsten Folge nochmal versuchen. Bis dahin.